Das Thema rein und unrein, das ist ja so ein Thema, womit man allerhand anfangen kann heute. Und viele Leute glauben, es gibt kein rein und kein unrein mehr. Das ist alles aufgehoben in Jesus Christus. Und wir brauchen uns nicht mehr dran zu stören. Gut, das ist ein englischer Text, aber man kann ja den englischen Text auch in Deutsch lesen. Ich habe für 3. Mose wenigstens eine deutsche Unterlage hier gemacht. Aber das kommt aus dem Korintherbrief und da lesen wir, dass Paulus sagt, wir sind der Tempel Gottes. Und dann zitiert er das Alte Testament. Er sagt, kommt aus ihr raus, mein Volk, sondert euch ab und fasse nicht das an, was unrein ist, und ich werde dich aufnehmen. Ich werde ein Vater sein und ihr werdet meine Söhne und meine Töchter sein. Also er zitiert den Text hier über, fasse nicht das an, was unrein ist und ich werde euch aufnehmen. Und ich glaube nicht, dass Paulus hier irgendwie was merkt, dass das nur mit dem Alten Testament zu tun hat. Denn er sagt in Kapitel 7 dann, weil wir diese Versprechen haben, liebe Freunde, also das Versprechen gilt also für uns, weil wir es haben, sollen wir uns reinigen von allem, was den Leib und den Geist verunreinigt. Das heißt, ich darf nicht hier reinstopfen, was mich verunreinigt, und wenn ich bei dem Playboy-Stand vorbeilaufe, muss ich auch die Augen zur anderen Seite drehen, und bei den Frauen wird sicher der Playgirl-Stand sein oder was es auch immer ist. Augen weg, damit der Geist sauber bleibt und auch der Leib. Und Paulus weiß nichts davon nach diesem Text, dass dieses Versprechen von rein und unrein nicht mehr gültig ist. Und das ist das beste Dia soweit. Na, ja, okay, hier haben wir ja eins. Jetzt, die ganze Geschichte mit dem Essen in der Bibel ist eine ganz komplizierte Geschichte. Und oft wundert man sich, was ist denn eigentlich hier los? Das sind solche komplexe Texte. Paulus sagt zum Beispiel, wenn der Glaube schwach ist, dann isst man nur Gemüse. Wenn der Glaube stark ist, dann kann man auch Fleisch essen und dergleichen. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so viele Probleme mit Leuten haben, die diese Texte so verkehrt verstehen manchmal. Es geht nämlich in diesem ganzen Kapitel, oder Paulus in seinen Briefen, schreibt er so viel über diese Thematik und er hat ein gewaltiges Problem damit, denn es sind ja jetzt Heidenvölker, die in die Wahrheit hineinkamen. Und diese Heidenvölker hatten ja Götzen und hatten auch die ganze Ökonomie war auf Götzen gerichtet. Und wenn da was im Marktplatz zu kaufen war, dann war das den Götzen geweiht. So auch das Fleisch, das wurde geschlachtet, meist nach Gesetzen, die eigentlich den mosaischen Gesetzen recht ähnlich waren, aber sie wurden eben den Götzen geweiht. Und das war ein Riesenproblem am Anfang. Den Text habe ich noch gar nicht besprochen, darf ich ihn wieder zurückhaben? Danke. Wenn ich den Finger hochhebe, dann ändert sich alles. Also ihr müsst heute Geduld haben. Dieser Finger ist heute ganz wichtig. Ich muss aufpassen mit dem. Hier ist ein Entschluss, den die erste Versammlung der Gemeinde eigentlich gefasst hat. Nämlich, was machen wir jetzt mit all den Heidenvölkern, die dieses Götzenfleisch und dergleichen kaufen und akzeptieren und auch essen? Und die erste Versammlung hier von dem Kirchenrat, wenn man das so sagen will, hat den folgenden Entschluss gemacht. Ihr sollt euch fernhalten, instead we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols. Ihr sollt euch fernhalten von allem Essen, was durch Götzen beeinflusst ist. Und dann auch natürlich anderen guten Rat, man soll auch nicht immoral sein. Dann soll man auch nicht Fleisch essen, das, wie sagt man das, strangled, verwirkt es. Und es wird nicht viel mehr erzählt, denn Vers 21 erklärt warum. Also das Blut wird noch genannt,
Verwürgung wird genannt. Und weiter werden die mosaischen Gesetze nicht aufgezählt, denn es heißt, denn Moses ist ja gepredigt worden in jeder Stadt. Also alle wissen sie, worum es geht mit den mosaischen Gesetzen. Aber eins haben sie hier hinzugefügt, nämlich Götzenfleisch, das an Götzen geopfert ist, sollte nicht gegessen werden. Und wenn man glaubt, dass das ein Problem nur damals war, dann macht man einen großen Fehler. Das ist genauso ein großes Problem heute. In meinem Land haben wir ja den Islam und wir haben die Christen. Und der Imam, der segnet jedes Huhn und weiht jedes Huhn dem Allah. Und wenn sie so, kommen so, hängen so an den Füßen, dann kommen sie so an Bändern vorbei und der Imam schneidet sie so, wie mosaisch auch, und widmet das dann eben und sagt da eben, was ein Imam dann eben sagt. Ich weiß nicht, was er sagt, aber und dann ist all das Zeug halal. Wenn da eine Margarine gemacht wird, dann wird die auch so geweiht, dann kommt der Imam und sagt, was er sagt, und dann ist die Margarine geweiht. Wenn da Würze sind, Gewürze, die werden auch geweiht. Und so wird alles dem Allah geweiht. Und die Leute sagen, das kaufen wir nicht, wir sind Christen, das Zeug ist den Götzen geweiht, wir wollen es nicht so haben. Und dieser Streit ist heute noch immer am Gang. Also der erste Entschluss hier, sind wir schnell, das verschwindet, aber ist gut so, es kann mal wegbleiben. Der erste Entschluss war, dass dieses Fleisch sollte nicht gegessen werden. Aber Paulus stimmt diesem Entschluss nicht überein. Er glaubt, dass das ein total verkehrter Entschluss war und hat auch recht, es ist ein verkehrter Entschluss. Und den Rest seiner Zeit in all den Briefen kämpft er gegen diesen verkehrten Entschluss. Und dann sind Texte so wie, wenn der Glaube schwach ist, dann isst eben nur Gemüse, weil das war ja nicht den Götzen geweiht. Und wenn der Glaube stark ist, naja, dann könnt ihr auch das Fleisch essen, denn der Entschluss damals in Jerusalem, das war ein verkehrter Entschluss. Ist doch auch logisch. Wenn ich jetzt hier einen Stuhl habe, und das ist nicht so lächerlich, denn ein geschnitztes Bild ist ja das gleiche ungefähr wie ein Stuhl, und ich stelle den dahin und ich mache den jetzt einen Gott. Also das ist mein Stuhlgott. Und ich nehme ein Stück Fleisch und ich widme das meinem Stuhlgott und sage, das Fleisch ist jetzt dir geweiht, lieber Stuhlgott. Dann ist das doch lächerlich, denn dieser blöde Stuhl ist doch kein Gott. Und das ist genau, was Paulus sagt. Weil dieser überhaupt nicht existiert, ob wir jetzt das dem weihen oder nicht, ist doch eigentlich egal. Also das Fleisch kann ich ruhig kaufen, denn ich weiß, den Stuhlgott gibt es ja gar nicht. Und wenn ich es auf meinen Teller hintue und ich bete und ich sage, Herr segne diese Mahlzeit, dann hat sich's. Und wenn mein Glaube stark genug dafür ist, dann brauche ich mir keine Sorgen machen, indem es dem Stuhlgott gewidmet ist, denn der Stuhlgott existiert ja gar nicht. Und so schreibt er in seinen Briefen, dass dieser Entschluss eigentlich ein verkehrter Entschluss war. Aber die frühen Gemeinden haben sich oft gekämpft mit diesem Gedanken. Das hat nichts mit rein zu tun oder unrein zu tun oder schwachen Glauben oder irgendwas Dergliches. Denn Moses war ja gepredigt. Alle wussten sie, was die Reinheitsgesetze waren. Es ging nur um das Götzenfleisch. Die mosaischen Gesetze sind nie aufgehoben worden. Wie ihr wisst, Petrus, ich weiß nicht, ob Petrus so aussah, hoffentlich nicht, aber jedenfalls, hat ja diesen Traum gehabt, oben auf dem Dach, dass er dieses Tuch mit den unreinen Tieren gesehen hat. Und ihr kennt die Geschichte, dass das Tuch runterkam und er bekam den Auftrag, Peter, nimm und iss. Und die Antwort von Petrus war, nein, Herr, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Und das ist 3,5 Jahre nach Christi Tod. Und hier weiß Petrus nichts davon, dass rein und unrein aufgehoben wäre und nicht mehr existiert. Und wir wissen ja auch, dass das 3-mal passiert ist und dass er sich das dann überlegt hat und dann endgültig auch entdeckt hat, wie seine Besucher kamen, worum es eigentlich ging. Es hat nichts mit Essen und Trinken zu tun gehabt, denn er geht ja zum Haus des Cornelius und er sagt zu ihm, dass es für einen Juden
gegen sein Gesetz ist, um mit einem Nichtjuden überhaupt eine Person von einer anderen Nation zusammenzukommen, denn die waren ja unrein in den Augen der Juden. Und darum sagt er, Gott hat ihn in einer Vision gezeigt, dass er keinen Menschen, man, unrein bezeichnen sollte. Das war das Zeichen, das Evangelium geht an die Heiden. Also rein und unrein, biblisch ist nicht aufgehoben. Nach dem ersten Text in Korinther sagt Paulus, das Versprechen rein und für unrein und unrein gilt auch noch für uns. Hier lesen wir auch, dass es nicht aufgehoben ist. Und dann dieser andere Text, den wir genannt haben, wo die erste Konzil sitzt und sagt, was ist denn hier eigentlich los? Da sehen wir auch, dass es nicht aufgehoben ist. Hier ist eine Geschichte, wo Jesus mit den Pharisäern sich unterhält und sie fragen ihn über Scheidung und er antwortet ihnen, nachdem sie ihm gesagt haben, wieso ist es denn, dass Moses gesagt hat, wir dürfen uns scheiden, antwortet Jesus und sagt, Moses permitted you to divorce your wives because of your heart, your hearts were hard. Moses hat es euch erlaubt zu scheiden, weil eure Herzen hart waren. Aber ich sage euch, es war nicht so von Anfang an. Und diesen Satz finde ich sehr wichtig. Diese ganze Frage rein und unrein stört einen. Denn wieso sollten da unreine Tiere sein auf der Erde? Wieso sind da Tiere, die unrein waren, wenn Gott gesagt hat, alles, was er geschaffen hat, war gut, es war sogar sehr gut. Vielleicht muss man dann annehmen, dass es nicht so war von Anfang an. Und heute wollen wir mal dieses ganze Thema ein bisschen wissenschaftlich studieren und schauen, wie war es denn am Anfang, als Gott die Erde schuf und wie stand es mit rein und unrein. Wir wissen, dass Jesus Christus die Welt geschaffen hat. Wir lesen im Johannes 1,3, alle Dinge, die gemacht worden sind, sind durch ihn geschaffen worden. Also Jesus Christus ist der Schöpfer dieser Welt und er hat sie geschaffen, nicht dass sie öde sein sollte, sondern dass sie bewohnt sein soll. Sie ist also hier für uns. Und er hat auch Pflanzen geschaffen natürlich und alles, was Saat trägt und all die Bäume mit Früchten, alles so nach seiner Art. Und das sollte uns natürlich zum Essen dienen. Das ist so eine Vorstellung von den Künstlern, wie es im Tertiär hätte aussehen sollen, nach den Fossilien so berechnet. Aber es gibt uns eine Idee, dass es eigentlich eine ganz schöne Welt war. Und es gab natürlich zig Pflanzenarten, die es heute nicht mehr gibt. Viele Rohrpflanzen, so ähnlich wie Zuckerrohr, aber viel größer. Wir haben in der Paläontologie ungefähr 90% mehr Pflanzenarten und auch Tierarten, als was heute existieren. Also es gab wirklich sehr, sehr viele Pflanzenformen. Jede Pflanze hat sein eigenes Komponent, Phytochemikalien, das heißt chemische Stoffe in den Pflanzen, die bestimmte Tiere zu sich locken. Und die Tiere essen dann diese Pflanzen, die bestimmte Phytochemikalien haben. Und werden abgestoßen durch andere Pflanzen, die andere Phytochemikalien haben. Und so wird das Tierreich verbreitet über das, was gegenwärtig ist. Nach der Sintflut haben wir so eine Vernichtung gehabt, dass 90% von dem, was da war in der Vergangenheit, nicht mehr gegenwärtig ist. Und dann fragt man sich, was haben die Tiere denn gemacht, als das, was gegenwärtig war, nicht mehr gegenwärtig war. Viele sind einfach nicht mehr da, die Umstände sind zu anders, das haben wir ja in den Evolutionsvorträgen besprochen, aber andere Tiere mussten sich grenzlich umstellen. Auch die Frage mit dem Tod kam dazu. Gott sah, wie wir gesehen haben, dass es gut war. Alles, was er geschaffen hatte, war gut, es war sehr gut.
Also es konnte nichts da sein, was unrein war. Alles musste doch rein und gut gewesen sein. Also der Gedanke rein und unrein ist ein Gedanke, der nach dem Sündenfall dazugefügt werden muss. Die ersten Ernährungen der Menschheit, ich gebe euch jede Pflanze, die Saat hat, alle saattragenden Pflanzen und dann auch Bäume, die Früchte mit Saat in sich haben. Das soll euch zum Essen dienen. Und was haben die Tiere gegessen? Das steht im nächsten Satz. Und all den Tieren auf Erden und an den Vögeln in der Luft und alles, was auf der Erde rumkriecht, alles, was Atem in sich hat, gebe ich all die grünen Pflanzen als Futter. Also die Tiere haben Pflanzen gegessen. Alle Tiere. Das heißt, der Löwe muss Pflanzen gefressen haben. Das heißt, die Bären haben Pflanzen gefressen. Das heißt, alle Tiere, alle waren Pflanzenfresser, Herbivore. Jetzt, wenn man sich das überlegt, dann denkt man, das ist doch nicht möglich. Heute werden Tiere klassifiziert aufgrund der Zähne. Und so sagen wir, ein Tier, dessen Gebiss hat wie ein Löwe, gehört zu den Karnivoren, weil er ein Fleischverzehrer ist. Aber ein Bär ist auch ein Karnivor wegen seinem Gebiss. Und da haben wir auch zum Beispiel den Panda-Bär, der ist auch ein Karnivor nach dem Gebiss zu urteilen. Aber was frisst er? Bambus. Das ist seine Hauptmahlzeit, Bambus. Und was die anderen Bären betrifft, 80% von was sie essen, ist Pflanze, nicht Tiere. Sie sind Opportunisten und werden Tiere essen, vor allem in der Zeit, wo es nicht die richtigen Pflanzen gibt. Aber ein Bär ist eigentlich ein Pflanzenverzehrer. Und der Panda-Bär schon im Ganzen, Koala-Bär, die Zähne sind auch so, dass man ihn mehr als Fleischfresser einordnen wollte. Aber wie gesagt, hier vorne, Eukalyptusblätter ist die Nährung. Jetzt, wenn ich zum Beispiel Zuckerrohr mir ansehe, meine Zähne sind nicht sehr geeignet, um Zuckerrohr auseinanderzubeißen. Und in der Vergangenheit waren da so viele Pflanzenarten, die rohrartig waren, dass ich mir vorstellen könnte, dass in der Vergangenheit viele Tiere bestimmte rohrartige Pflanzen verzehrt haben. Und da kann man sich zum Beispiel ein Tier vorstellen, wie von diesen Dinosauriern mit den ganz scharfen Zähnen. Wenn ich solche hätte, wäre Zuckerrohr für mich kein Problem. So auseinandergerissen. Genau wie der Panda-Bär Rohr heute frisst mit seinen Zähnen. Was mache ich, wenn die Ernährung, an die ich gewohnt bin, nicht mehr da ist? Was mache ich dann? Entweder ich sterbe aus oder ich sterbe mich um. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Wenn ich nichts mehr zu essen habe, was ich normalerweise esse, dann muss ich eben was anderes essen. Wir können uns Tiere anschauen, die eine Veränderung in unserer Zeit sogar erlebt haben. Es gibt viele, viele Beispiele. Zum Beispiel Key Parrots. Diese Parrot, was ist das in Deutsch? Papagei, richtig. Papagei. Der hat diesen starken Schnabel, genau wie ein Raubvogel, hat auch diese ganz starken Krallen, aber normalerweise isst er ja Saat und Nüsse und solche Sachen, die er damit aufknackt. Und diese Key Parrots in Australien haben Wurzeln von einer bestimmten Baumart gefressen. Haben sie also rausgegraben mit den Krallen und dann mit diesem scharfen Schnabel haben sie sich Stücke da abgebrochen. Das war so eine weiche Wurzel. Und das war die Ernährung dieser Papageien. Dann kamen die Menschen und haben das Gebiet einfach flach gemacht, weil sie da eine Entwicklung hinstellen wollten. Und das Essen wurde immer weniger und weniger für die Papageien. Allmählich wurde das so schlimm, dass sie nichts mehr zu essen hatten. Und dann haben die Papageien sich eben umgestellt. Dann haben sie die Schafe angefallen, haben mit den Krallen den Rücken aufgerissen und haben das Fett um die Nieren gefressen. Und das war so ein Problem, dass man wieder anfing, ihr normales Futter da wieder anzupflanzen und das Problem ging dann allmählich wieder weg. Also die Tiere haben sich umgestellt von ihrer Pflanzenernährung
auf eine ganz andere Ernährung. Warum haben sie sich umgestellt? Warum haben sie Fleisch angefangen zu essen? Wegen dem Sündenproblem. Der Mensch kümmert sich nicht um seine Mitlebewesen, wenn es kommt zu diesem Ding hier. Und die Konsequenz dieses Geizes oder was man es auch nennen will, ist, dass die Tiere nicht mehr essen konnten, was sie essen früher gegessen haben, und sie haben sich umgestellt. Heute in den Wäldern Nordamerikas, wo die Wälder oft an Waldsterben leiden, ist da nicht mehr genug Futter in den Wäldern. Und wir haben Chipmunks, die nur Saat essen. Wenn sie Hunger haben, weil sie nicht genug zu essen bekommen, fressen sie die Leichen von den Tieren, die überfahren werden auf den großen Schnellwegen. Also ein Tier kann sich umstellen, wenn die Not drückt. Dann natürlich, Gott hat auch ein bisschen manipuliert. Die Bibel sagt, Schlange, du wirst auf dem Bauch rumrutschen. Heute haben wir Schlangen, die Überbleibsel haben von Hüftknochen und von Beinchen, die so ganz schlaff da hängen. Und die Evolutionisten behaupten natürlich, naja, früher ging er auf allen Vieren, jetzt geht er eben auf den Bauch. Aber warum? Kann genauso gut sagen, Gott hat gesagt, du gehst auf den Bauch und dann waren die Beine weg. Und genetische Manipulation auch bei den Pflanzen. Wir wissen, dass ein Dorn ist ein umformtes Gen für ein Blatt. Also sehr ähnlich, aber umformt. Und die ganze Pflanze sieht anders aus. Wenn wir uns den Mensch betrachten, was seine Zusammenstellung so betrifft, dann sehen wir, dass der Darm des Menschen ist ungefähr 15 Mal die Länge, Trunk Length, des Körpers. Und das ist so ungefähr, wie es aussieht bei den meisten Tieren, die Früchte essen. Wenn sie nur grüne Pflanzen essen, ist der Darm normalerweise länger, 22 Mal die Körperlänge. Und wenn sie Fleisch essen, ist er wesentlich kürzer. Jetzt hast du einen Wissenschaftler, der heißt Jared Diamond, ein sehr bekannter Wissenschaftler in der Welt, der forscht viel über Darmlänge und dergleichen. Und man fragt sich, ein Carnivore, das ist ein Tier, das Fleisch isst, hat einen ganz kurzen Darm und die anderen einen ganz langen Darm. Ein langen Darm bei einem Carnivore wäre ein Problem. Erstmal hat er keine Ballaststoffe und er würde diesen langen Darm verstopfen. Zweitens, die Giftstoffe würden sehr lang im Körper bleiben. Also ein kurzer Darm ist schon ein gutes Ding für ein Carnivore. Und das ist ein gutes Argument, was die Evolutionisten gebrauchen. Schau, der Darm ist so viel anders, das Tier hätte nie was anders fressen können. Aber Jared Diamond hat festgestellt, dass Darmlänge eine genetische Sache ist, die ganz anders funktioniert, als was man glaubt. Darmlänge kann sehr schnell generiert werden. So wie wir auch finden bei Menschen, die Operationen haben, wo ein Stück Darm rausgeschnitten wird. Der Darm regeneriert sich ziemlich schnell. Tiere, die umgestellt werden von Fleischnahrung auf eine mehr vegetarische Nahrung, verlieren erst gewaltig Gewicht. Dann regeneriert sich der Darm in Experimenten und wird länger und wird angepasst dabei und dann erholen sie sich und dann sind sie vollkommen normal. Hunde, die vegetarisch ernährt werden, leben fast zweimal so lang wie Hunde, die mit Fleisch ernährt werden. So ganz nebenbei gesagt, natürlich. Also die erste Ernährung des Menschen ging also hauptsächlich um Früchte und natürlich alles, was Saat hatte. Hier ist so ein typischer Afrikamarkt. Das ist herrlich, bei so einem Afrikamarkt rumzulaufen. Da sind all die Mehlsorten, da sind all die Bohnensorten und die Säcke auf dem Kopf und das ist einfach herrlich. Und sind sehr stolz auf ihre Bohnen und der Markt ist immer verteilt in zwei. An der einen Seite sind die Fleischprodukte, und an dieser anderen Seite sind dann eben die Gemüsesorten und die Bohnensorten und die sitzen alle so da. Bei der anderen Seite, da stehen sie mit Palmenblättern, so, die ganze Zeit. Und wenn sie so machen, dann geht es immer hier unten, husch und husch. Das sind die Fliegen. Nun, natürlich nicht sehr gut für den Appetit, aber so ist es. Wenn wir
eine Ernährung haben, die reichhaltig an Getreidesorten, Hülsenfrüchten, Früchten und dergleichen ist, dann ist das eine sehr gute Ernährung. Ich werde in dem weiteren Vortrag, ich weiß gar nicht, wann er ist, denke morgen, morgen Vormittag werde ich ein bisschen mehr hierüber sagen. Es geht ja heute um rein und unrein. Und dann kam die Sünde. Verflucht sei der Boden. Also die Erde wurde verflucht, sie brachte nicht mehr hervor, was sie vorher brachte. Und es gab Dornen und es gab dergleichen. Und die Mahlzeit wurde geändert. Es wurde etwas hinzugefügt. Nämlich, ihr werdet essen die Pflanzen des Feldes. So durch den Sündenzustand kamen die Pflanzen des Feldes dazu. Sie sind grundsätzlich verschieden von den Früchten. Sie haben mehr komplexe Kohlenhydrate an erster Stelle. Sie haben viele Phytochemikalien, die meisten nicht in den Früchten drin sind. Und es stellt sich auch heraus, dass sie Stoffe enthalten, die gegen Krankheit wirken, gegen Krebs wirken. Sie sind also Stoffe, die der Mensch nötig hat nach dem Sündenfall. Der Mensch ist mehr empfindlich für Krankheit und Gemüse ist gesund in dem Sinne, dass es irgendwie vorbeugt für Krankheiten, sogar wie Krebs. Heutzutage sind da fantastische Tabellen, wo man sogar ablesen kann, für was für einen Krebs man welche Pflanzensorten essen sollte. Das ist ziemlich neu, erst in den letzten 3-4 Jahren, wo das entdeckt wird. Auch wissen wir, dass Gemüse etwas schwieriger verdaulich ist als Früchte und sollte man sie eigentlich nicht in einer Mahlzeit zusammen essen. Also das macht wunderbar Sinn. Da sehen wir so ein paar Dornen und Disteln, die dazu kamen. Und sogar das, was Pflanzen des Feldes war, ist eigentlich recht angenehm, wenn man sich das so ansieht. Und dieser Mann hier ist ja auch recht stolz, auf was er da alles verkauft. Und es ist ja nicht so schlimm, dass das Gemüse dazugefügt wurde. Auch haben wir das Problem, dass viele Früchte nur 3 Monate im Jahr da sind, manche sogar weniger. Und was macht ein Organismus, wenn da nur für ein paar Monate im Jahr bestimmte Früchte anwesend sind? Und dann muss er wieder ein Jahr warten. 9 Monate braucht er ja nicht fasten. Und so muss er sich umstellen. Und es gibt viele Tiere, die in Fruchtsaison Früchte essen. Und wenn die Früchte weg sind, dann essen sie Tiere, andere Tiere, Pflanzenläuse oder was auch immer. Das zeigt uns, dass irgendwann in der Vergangenheit war die Ernährung von diesen Tieren doch anders, als was sie jetzt ist. Ein Bär ist auch ein schönes Beispiel. Ein Bär ist hauptsächlich Beeren und allerhand Pflanzenarten und Früchte und dergleichen. Aber wenn die Zeit zu Ende geht, dann muss er sich eben mit Fisch zufrieden geben. Wiederum ein Zeichen in der Vergangenheit. Am Anfang war es anders. Und dann kam die Sintflut. Und Noah bekam den Auftrag, die Tiere in die Arche aufzunehmen. Er hat sie nicht gesucht, der Herr hat sie geschickt nach Bibel. Und es gab vor der Sintflut schon reine Tiere und unreine Tiere. Und zwar 7 Paar rein, 1 Paar unrein. Also er hätte sie nicht opfern können, er hätte sie auch nicht essen können, denn jedes Mal, wenn er ein unreines Tier hätte essen sollen, dann wäre die Rasse verschwunden. Denn es gab ja nur 1 Paar unrein. Wenn er was zu essen hätte nehmen können oder was opfern sollen, konnte er nur die Reine nehmen, denn da waren wenigstens 7 Paare rein. Also rein und unrein ist nicht nachsintflutlich, sondern sogar vorsintflutlich, denn die Konsequenz der Sünde hat ja schon die Ernährung der Tiere geändert. Und das ist eigentlich, worum es geht. Im Buch Lamentations, was ist das, Klagelieder? Klagelieder steht geschrieben in Kapitel 1, Vers 8, in manchen Übersetzungen kommt es schön heraus, Israel hat gesündigt und ist daher unrein geworden. Also unrein ist eine Konsequenz der Sünde und war nicht vorher da. Das Tier kann nichts dafür, dass es unrein ist. Es sitzt mit den Konsequenzen. Das ist immer so eine Sache. Leute fragen mich immer,
wenn ich so evangelisiere, was haben wir denn eigentlich mit der Sünde zu tun? Wieso sollte ich eine Sünde tragen, die Adam und Eva begangen haben? Was habe ich damit zu tun? Wieso sitze ich jetzt mit diesen Folgen? Das ist nicht fair. Und dann erzähle ich immer Ihnen eine kleine Geschichte. Dann sage ich Ihnen, okay, ich sage euch was. Wenn ich mal eines Tages tot gehe, in meinem Willen hinterlasse ich dir ganz bestimmt Buckingham Palace. Und dann kannst du ganz schön zufrieden weiterleben und schön reich sein. Und dann gucken sie mich an, als ob ich vom Mond runtergefallen bin. Da sage ich, bist du nicht zufrieden? Soll ich dir noch was anderes lassen? Vielleicht das Haus von Nelson Mandela, ist ja ein schönes Haus. Soll ich dir das auch in meinem Testament hinterlassen? Und dann sagen sie, nein, das kannst du doch gar nicht. Ich sage, wieso nicht? Wieso kann ich das nicht? Ja, weil es dir nicht gehört. Ich sage, genauso ist es mit Adam und Eva. Sie konnten uns nicht das ewige Leben hinterlassen und sie konnten uns auch nicht die guten Sachen mehr hinterlassen, weil es ihnen nicht mehr gehörte. Und darum müssen wir eben zufrieden sein, mit was wir erben. Wir erben eben die Konsequenzen der Sünden, ob wir sie haben wollen oder ob wir sie nicht haben wollen. Und dann sagt der Herr zu ihnen, du darfst jetzt alles essen. Genauso wie ich dir die grünen Pflanzen gegeben habe, also die Menschheit hat die Pflanzen des Feldes dazu bekommen, so gebe ich dir jetzt alles und dann schon sofort eine Ausnahme, kein Blut. Jetzt alles. Ich gebe dir alles. Heißt das, ich darf auch die giftigen Frösche verzehren? Das sind die, wenn ich sie nur anfasse und mir die Zunge, die Hand in den Mund stecke, dann bin ich schon tot. Es gibt manche Frösche, die so sind. Oder heißt das, ich darf die giftigen Pilze essen? Oder die giftigen dies oder die giftigen jenes? Wenn das Wort alles gebraucht wird, dann ist es immer im Sinne von dem, was Gott definiert hat als Nahrung für den Menschen und hat nichts zu tun mit einfach alles darf man essen. Und das Versprechen im 2. Mose 15, 26, wenn ihr achtet auf mein Wort, wenn ihr zuhört und tut, was richtig ist in den Augen Gottes und meine Gebote hält, dann werden keine der Krankheiten, die die Ägypter geschlagen haben, euch treffen. Und das ist doch ein herrliches Versprechen, dass wenn wir horchen auf Gott, dann wird er für uns sorgen. Und die Geschichte dann geht weiter und der Herr erlöst das Volk aus Ägypten, führt sie nach Kanaan und da meckern sie wieder über ihr Fleisch und dergleichen. Und er sagt zu ihnen, wenn Gott euer Gebiet vergrößert hat, und ihr kommt dahin, wo ich es euch versprochen habe, dann dürft ihr Fleisch essen, so viel ihr wollt. Das ist noch so ein problematischer Text, wo die Leute dann immer sagen, wenn Gott wirklich wollte am Anfang, dass die Menschen bei den Pflanzen sich halten und nicht übergehen in ein Tiergenuss, Tierfleischgenuss, dann wieso solche Texte? Wieso dürfen sie es dann und dann dürfen sie es nicht? Gott ist nicht konsequent. Habt ihr das schon auch mal gehört? Das Thema will ich auch mal ganz kurz besprechen. Gott holt die Leute aus Ägypten, er erlöst sie von der Sünde und er führt sie nach Kanaan. Typologisch ist das der Gang der Endzeit, Erlösung und auf dem Weg zu Kanaan. Wenn es um eine Typologie geht, dann ist Gott sehr konsequent. Dann müssen die Leute den Fleischgenuss aufgeben. Wenn es geht um den antitypischen Versöhnungstag und den typischen Versöhnungstag, dann war es auch ein Talmudgesetz, dass sie fasten mussten an diesem Tag und den Fleischgenuss aufgeben mussten. Und so haben wir in der Typologie die Situation, dass sie das Fleisch aufgeben, wenn es geht um einen Hinweis auf den Endzeitmarsch nach Kanaan. Wir haben auch Johannes den Täufer, typologisch der Endzeit Elia, er hat auch Lukuster gegessen. Das waren keine Heuschrecken, Lukuster ist die Pflanzenfamilie, zu dem die Karobohne gehört. Und das ist ein ganz gutes Gericht oder eine gute Mahlzeit im Mittelosten. Aber ich will nicht zu viel über dieses Thema reden, über Fleisch im Allgemeinen, auch die typologischen Geschichten in Daniel zum Beispiel.
Die weisen hin auf ein Endzeitgeschehen, und in der Typologie ist es wichtig, dass diese Leute auch eine kananitische Ernährung akzeptieren. Gut. Levitikus 3, Vers 17, das ist 3. Mose. Es wird ein ewiger Bund sein, dass ihr nicht Fett oder Blut essen sollt. Das war jetzt schon mal ein mosaisches Gesetz, was sehr wichtig war. Und jetzt wollen wir mal kurz diese Situation rein und unrein betrachten. Gut. Also erstmal wieder der Gedanke, die Tiere waren am Anfang nicht unrein, alles war rein, all die Tiere haben Pflanzen gegessen. Sie wurden physisch geändert, physiologisch geändert und manche haben sich allmählich geändert, um die neue Situation überhaupt zu überleben. Und dann kommt das Gesetz Mose und er erklärt genau, was gegessen werden darf und was nicht gegessen werden darf. Und wir haben ja gesehen, dass Paulus auch sagt, diese Versprechen gelten auch für uns. Und hier wird erklärt, was man essen darf. Alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Also alles, was gespaltene Klauen hat und alles, was wiederkäuer ist. Wieso ist das noch rein? Es muss also nah dran sein an dem, was ursprünglich da war. Also noch die Konsequenzen der Sünden nicht so durchscheinen in diesen Organismen. Ich möchte auch gerade voraussagen, dass viele von diesen Übersetzungen, von diesen Tieren, die hier genannt werden, wie zum Beispiel die Geier und die Raben und die Straußen und der Widerhopf und das kleine Getier und alle diese, es ist nicht eigentlich sehr gut bekannt, welche Tiere was sind. Und verschiedene Übersetzungen haben ganz andere Tiere. Die englische Übersetzung, die ich hier habe, ist ganz anders wieder wie die deutsche. Also genau ist der Strauß zum Beispiel rein oder unrein, ist sehr schwer zu sagen. Denn wir wissen nicht genau von den ursprünglichen Übersetzungen, was ist. Ich habe das auch schon mit ein paar Theologen, die das Hebräische dozieren, besprochen und man kann nicht genau sagen, was ist. Das ist irgendwie verloren gegangen. Also in diesem ganzen Kapitel möchte ich eigentlich über die Tendenz reden, mehr als die einzelnen Tiere. Obwohl einige natürlich, wie das Kamel und Klippdachs und Hase und Schwein, das ist schon ziemlich deutlich, dass das die Tiere sind, die da genannt werden im hebräischen Urtext. Also alles, was gespaltene Klauen hat und was wiederkäut, das darf man essen. Und der Grund natürlich, das sind Pflanzenesser. Und ganz egal, welches Tier genannt wird, alle, die rein sind, sind Pflanzenesser. Und das ist logisch. Also ein Tier, das Pflanzen isst, ist ganz nah dran an dem ursprünglichen Zustand. Wir wissen in der Ökologie heute, dass wenn ein Organismus in eine nächste trophische Fläche hinein bewegt, mit anderen Worten, ein Tier in der nächsten Ernährungsschicht, ein Tier, das andere Tiere isst, konzentriert Giftstoffe. Und zwar gewaltig. Manchmal 1000, 10.000, 100.000 Mal werden Giftstoffe konzentriert von einer Ernährungsfläche zur nächsten. Man kann zum Beispiel, als sie DDT noch gebraucht haben, und sie gebrauchen es ja jetzt schon wieder, weil da so viele Probleme sind, wird die Konzentration immer höher, je weiter man hochgeht in die Ernährungsschichten, trophischen Flächen. Und die Raubvögel, die sterben, weil sie eine so konzentrierte Giftkonzentration haben, dass sie es nicht mehr überleben können. Also es ist schon wichtig, dass alle, die rein sind in der Bibel, sind Pflanzenesser. Aber es gibt ein paar Ausnahmen. Jetzt, die Wiederkäuer haben einen Vormagen, den nennt man hier den Rumen. Und dann geht es durch ein paar andere Mägen. Endlich kommt es dann auch in den Abomasum, das ist der richtige Magen. Und dann geht es in diesen langen Darm nach hinten. Und hier vorne in diesem großen
Fermentraum hier, da werden die Nahrungsstoffe zerlegt. Das Tier hat viele Bakterien da drin, es ist sehr alkalisch. Also alles, was es nötig hat, die essentiellen Aminosäuren, die Vitaminbenötigkeiten, sogar Vitamin B12, das Problemkind, wird alles hier durch die Bakterien produziert. Und dann geht es durch den Darm und alles kann aufgenommen werden und es wird ausgeschieden und damit hat sich's. Wenn da ab und zu ein Giftstoff reinkommen sollte in geringen Konzentrationen, die Bakterien können das auch ziemlich gut oft verarbeiten und somit kann man verstehen, dass Gott sagt, wenn irgendein Tier gegessen werden sollte, weil es nötig ist, dann lieber diese Tiere, die so einen Magen haben. Und wir können ja sehen, welches nächste Tier? Welche Tiere unter dieser Kategorie fallen? Natürlich Kühe und Schafe und dergleichen. Aber auch alles Wild, so wie dieser herrliche Kudu hier. Und da haben wir Nyalas, da ist ein kleiner Springbock da, das ist ein männliches Nyala, da ist das die weibliche Form. Sehr interessante Tiere, denn da ist eine genetische Geschichte dran. Da werde ich was erzählen in dem Vortrag heute Abend und morgen Abend. Da ist ein Kudu, das sind alles reine Tiere, die haben alle diese Magenart. Da ist ein kleines Suni, das ist mein Lieblingsbock, ganz süß ist der. Und dann kommt die Bibel und sagt plötzlich, dass ein Tier, das genauso einen Magen hat wie die Kuh und eine Verdauung hat wie die Kuh, nämlich das Kamel, ist unrein. Und dann fragt man sich als Wissenschaftler, wieso ist das eine rein und das andere unrein? Dieses Kamel habe ich in Israel fotografiert. Mit solchen Lippen habe ich gedacht, hast du einen Kuss nötig. Das sind ganz tolle Lippen. Aber das Tier ist unrein, ich darf ihn nur angucken, vielleicht einen Kuss geben, aber essen darf ich ihn nicht. Wieso ist dieses Tier unrein? Es frisst auch nur Pflanzen, es ist auf der unteren Schicht, mit anderen Worten, und hat den gleichen Magen. Aber dieses Tier kann die Umstände und die Zustände der Wüste überleben, weil er eine physiologische Veränderung anbringen kann. Nämlich anstatt zu schwitzen wie andere Tiere, wenn es heiß wird, schwitzt er nicht. Anstatt sein Urium, sein Harnstoff in Mengen auszuscheiden, wie andere Tiere machen müssen, tut er es nicht. Und somit steigen die Konzentrationen der Giftstoffe in seinem Körper. Es erlaubt ihm zu überleben, weil er nicht den Wasserverlust hat wie ein anderes Tier, das schwitzen muss. Und die Giftstoffe in den Körper können gelagert werden zu ziemlichen Konzentrationen, bis er wieder einmal Wasser findet und er trinken kann in großen Mengen und dann wieder diese Giftstoffe loswerden kann. Aber er hat eine Adaption, eine Möglichkeit, eine Folge der Sünde, nämlich die Wüstenzustände, zu überleben mit einer bestimmten physiologischen Adaption. Und das macht ihn unrein, weil er mehr Giftstoffe hat als andere Tiere. Der Klippdachs wird auch da genannt als ein Tier, das unrein ist. Und er ist auch ein Pflanzenfresser. Und dann möchte man gerne wissen, warum ist er unrein? Der Klippdachs, wissen wir, ist einer der schwächsten Thermoregulierer. Und eine Konsequenz der Sünde ist ein verändertes Klima in der Welt. Früher kann man sich vorstellen, dass das Klima ziemlich uniform war. Wenn ihr je zum Paradies geht auf Erden, das jetzt, die jetzige Erde, dann werden die Menschen euch erzählen, ein Platz, wo es sicherlich noch wie das Paradies ist, ist Hawaii. Eigentlich sagt man Hawaii. Und in Hawaii, da ist das Klima 76 Grad Fahrenheit, plus minus 1. Also Tag und Nacht. Man hat nie Decken nötig, man hat
Wird nie kalt, es ist immer das Gleiche. Wenn es regnet, ist es auch so. Es ist einfach ein fantastisches Klima. Es ist wie ein Paradies. Unglaublich. Ich habe ein Jahr da gewohnt, ich weiß, wie es da ist. Und das Tier, das wir ja eben sahen und das so verschwand von der Leinwand, weil mein Finger schon wieder in die Luft ging, es kann ruhig wegbleiben, der darf ruhig da bleiben. Dieses Tier, in der Nacht fällt seine Temperatur ziemlich. Obwohl er ein Warmblütler ist und er auch ziemlich gut reguliert, ist er ein ziemlich schwacher Warmblütler. Und dadurch ist seine Verdauung etwas anders wie die anderen Tiere. Ich habe ein paar Kollegen, die physiologische Experimente gemacht haben mit diesem Tier. Und die Konzentration der Giftstoffe sind mit anderen Worten etwas höher in diesem Tier als in anderen Tieren. Also ist er unrein, obwohl er ein Pflanzenesser ist. Der Hase ist auch nur Pflänzchen. Er isst ja nur gelbe Rüben und Karotten und, ach, das ist ja das Gleiche, Salat und dergleichen. Warum ist er unrein? Er hat keinen Vormagen wie die anderen Tiere, die wir vorher besprochen haben. Juhu! Sondern bei ihm sitzt die Verdauung der Pflanzen, die Fermentation der Pflanzen hinterm Darm in diesem Gebiet hier, das das Cäcum heißt. Das heißt, das Essen muss ganz durchgehen und dann kommt es hier in den Darm, in diesen Cäcum hinein und da findet die eigentliche Verdauung statt. Das heißt natürlich, dass das eigentlich dann wieder den Weg zurückgehen müsste, wenn es aufgenommen werden sollte. Aber weil das nicht möglich ist, geht es hinten raus und das Tier hat keine Wahl, es muss sein eigenes Exkreta wieder verzehren. Wir nennen so ein Tier ein Koprophag, ein Tier, welches sein eigenes Exkreta wieder auffrisst. Sekundäre Gallenstoffe und dergleichen werden natürlich auch hier geformt, werden jetzt nicht einfach ausgeschieden, sondern müssen wieder oben rein und wieder durch. Das Tier hat einfach höhere Giftstoffraten als andere Tiere wegen diesem Zustand. Nächste Tier. Da sehen wir, wie das so aussieht, wenn er nicht so auseinandergeholt wird, wie es eben war. Und Koprophagen im Allgemeinen sind alle unrein nach dem Text in Leviticus. Also der Hase, der ist unrein, obwohl er ein Pflanzenverzehrer ist. Jetzt das liebe Schwein. Ich weiß, ihr habt es sicher schon leid, dass man redet von Lindwurm und von dem, also ich werde nicht von Parasiten reden, sondern mehr moderne Probleme im Schwein besprechen. Das Schwein löst mehr Histaminausscheidung aus als anderes Fleisch. Und somit haben wir viele Leute, die sehr allergisch reagieren auf Schweinefleisch. Aber was interessant ist, sogar in der Tierzucht, wenn man die verschiedenen Fleischarten miteinander vergleicht, ist das Schwein Nummer eins, wenn es kommt zu Salmonella. Normalerweise ein reines Tier, bis es auf den Markt kommt, ist die Möglichkeit so 30%, dass es mit Salmonella verseucht ist. Bei einem Schwein, bis es zu einem Schlachthaus kommt, ist es schon 50%. Und wenn es im Schlachthaus ist, ist es meist schon 80%, dass er mit Salmonella verseucht ist. Und darum ist es, dass das Schwein, auch ist da natürlich irgendetwas, was er zu essen kriegen kann. Nächste Tier, das ist noch der Hase. So. Also dieser Kerl hier ist einfach unrein aufgrund dessen, dass er eine etwas andere Physiologie hat, weil er nicht nur Pflanzenfresser ist, sondern ein Allesfresser ist. Und er isst auch Karkassen. Dieses Tier wird ein Karkass, ein totes, faules Tier wird er essen. Er wird Wurzeln essen, er wird irgendetwas essen. Und die Konzentrationen Gift in seinem Körper sind deswegen schon alleine höher. Alle Tiere, die nicht Pflanzenesser sind, nach diesen Texten sind unrein und es ist ganz logisch eigentlich, warum. Wenn der Darm von so einem Tier nicht sofort rausgeschlachtet wird,
dann sind die Streptococcus-Raten im Schweinefleisch so hoch, dass es lebensgefährlich werden kann. Also Wildschweine sind unrein, weil sie nicht nur Pflanzenesser sind. Und früher, wenn auch diese Tiere nur das Beste bekommen, bleiben sie trotzdem unrein, wegen der Physiologie, die verändert ist und mit diesem Problem des Sündenfalls, eine veränderte Ernährung, sich umzustellen, mehr Histamine und dergleichen, dass die Giftstoffe leichter rauskommen. Darum hat ein Schwein auch immer so eine nasse Nase, wegen dem hohen Histamin, das sie ausscheiden. Dann was ganz Interessantes. Wenn es kommt zu den Tieren im Wasser, darf man essen die Fische, und die Flossen und Schuppen haben im Wasser. Es ist wichtig, sie müssen Flossen und Schuppen haben. Was aber nicht Flossen und Schuppen hat, das soll für euch ein Gräuel sein. Naja, kommen wir schauen uns mal diese Geschichte an. Nächstes Dia bitte. Das sind Fische, die haben Schuppen und sie haben Flossen, sie sind rein. Diese Fische haben ein System, das es... Danke. Weg waren die Fische, naja. Hallo, da sind sie wieder. Gut. Die haben ein System, das ihnen ermöglicht, um im Winter und im Sommer die gleiche Metabolismus zu haben. Mit anderen Worten, der Sauerstoffwechsel ist gleich im Sommer wie im Winter. Das heißt, das nennen wir Kompensation. Nicht alle Kaltblüter können das machen, aber Fische sind sehr gut, wenn es kommt zu Kompensation. Weiterhin haben sie die Möglichkeit, in entweder Süßwasser oder Salzwasser zu leben und kompensieren, wenn sie in Salzwasser leben, obwohl sie weniger Salz im Körper haben als das Meer, durch das sie Salzwasser trinken und dann die Kiemen gebrauchen, um Salz auszuscheiden. Sie haben also eine Entsalzungsanlage in den Kiemen. Auch sind sie so, dass die Nieren haben so ein ziemlich gutes System. In Süßwasser funktioniert es besser als in Salzwasser, aber es scheidet die ganze Zeit aus durch den Glomerulus, und diese Tiere sind rein. Auch wenn wir ihre Physiologie und ihre Ernährung betrachten, dann finden wir, dass sie zum größten Teil wenigstens Algenverzehrer sind, wenigstens in einem Teil ihrer Lebenszeit, entweder als Jugendliche oder als Erwachsene auch. Und die meisten Fische dieser Art sind Algenfresser, und wir haben auch ein paar interessante Experimente, die wir augenblicklich machen, mit den verschiedenen Algenarten, die sie verzehren. Sie sind aber auch Opportunisten, das heißt, sie werden auch mal was anderes essen. Aber zum größten Teil gehören sie zu der unteren Stufe. Nächstes Tier. Diese Tiere hier und auch sämtliche Invertebrater im Meer sind meist Filterverzehrer. Sie filtrieren das Wasser und holen sich raus, was sie eigentlich zu sich nehmen. Alles, was rausfiltriert wird. Ob da jetzt Gift im Wasser ist oder nicht, manche Algensorten sind natürlich sehr giftig, und an bestimmten Zeiten, wenn da so eine Red Tide ist, dann sind die Giftstoffraten in all diesen Filtrierfischen und Organismen eigentlich sehr hoch. Fische, die keine Schuppen haben, sind meist Aasfresser oder sie sind vollaus Carnivora. Das heißt, sie essen andere Fische oder sie essen Aas. Und so zum Beispiel der Hai ist ein Aasfresser oder er ist ein Carnivor, beides. Tuna ist oft ein, und dergleichen Fische sind Carnivore. Wenn die Schuppen einfach nur so runterkommen, obwohl sie Schuppen haben, kann man sie einfach nur so abwägen, würde ein Jude sie nie essen. Da haben ganz interessante Geschichten in Israel, wo sie Fische jetzt züchten, aber die müssen mindestens 12 große Schuppen drauf haben und die müssen fest sein. Man muss sie nicht abziehen können, sonst isst ein orthodoxer Jude diesen Fisch nicht. Haie haben ein ganz anderes System wieder.
Sie haben nicht die typischen Schuppen von Fischen und haben ein ganz anderes System, um im Salzwasser zu überleben. Ein Fisch, wie gesagt, ist weniger salzig wie das Wasser. In anderen Worten, weil er weniger Salz hat, durch Osmose wird ihm Wasser entzogen. Und die Fische mit Flossen und Schuppen trinken dann Salzwasser und entsalzen es. Aber der Hai kann das nicht machen. Er kann nicht so gut entsalzen und so verliert er zu viel Wasser. Also muss er seine eigene Konzentration anheben, sodass er gleich ist mit dem Wasser oder ein bisschen höher, sodass er durch Osmose Wasser zu sich nehmen kann. Und das macht er durch Harnstoff zurückzuhalten in seinem Körper und hat eine gewaltige Harnstoffkonzentration. Das Meer war früher nicht so salzig, wie es jetzt ist. Das kann man aus vielen physiologischen Beispielen wahrscheinlich annehmen. Und diese Veränderung im Hai, seine Ernährungsveränderung und seine Osmoregulierungsveränderung sind Adaptionen an einer veränderten Welt, eine Konsequenz der Sünde. Harnstoff wird so konzentriert, dass wenn wir so eine Harnstoffkonzentration in unserem Körper hätten, wären wir schon längst tot. Jetzt wisst ihr, dass im Osten ist eine Delikatesse Haifinnensuppe. Was gemacht wird, ist, diese Haie werden gefangen. Normalerweise, früher haben sie das Fleisch weggeschmissen, weil es fault sehr leicht. Heute können sie es einfrieren und das Haifleisch wird auch im Allgemeinen jetzt auch schon gegessen, obwohl es so hochwertig an Harnstoff ist. Aber die Finne wird abgeschnitten, weil sie recht dünn ist, und dann wird sie aufgehängt und wird ausgetrocknet. Und der Harnstoff, der Urium, kristallisiert dann in diesen Finnen. Und dann wird eine Suppe gekocht damit, die teuerste Suppe im Orient ist. Das ist so wie ein Urin-Teesack. Man tut ihn ins kochende Wasser, die Harnstoffe kommen raus und dann wird da so eine gelbe Flüssigkeit geformt, die teuerstens verkauft wird als eine Delikatesse. Ich sage immer, das ist viel billiger, den Teller zur Toilette zu nehmen, zurückzukommen, auf den Tisch zu stellen und das zu verzehren. Das ist genau das Gleiche. Also die Tiere sind unrein und es ist eine Konsequenz der Sünde. Das ist ein schöner Vogel, nicht wahr? Dann gibt es eine ganze Reihe Vögel. Wie gesagt, die Übersetzungen sind nicht immer sehr gut und sie sind unterschiedlich in verschiedenen Büchern. Und genau was ist, das wissen wir nicht so genau. Also ich kann nicht genau sagen, diese Vogelart ist rein und diese Vogelart ist unrein. Also geht es wieder hier um die Tendenz. Die Vögel, die wir nicht essen sollen, sind der Adler, der Habicht, der Fischaar, der Geier. Der Strauß, wissen Sie nicht, ob es eine richtige Übersetzung ist. Dann ist da eine Eule, da ist ein Uhu, eine Fledermaus, das ist auch ganz verkehrt, das ist nicht in den anderen Übersetzungen drin. Storch und so weiter. Aber im Allgemeinen kann man sehen, das sind alles Raubvögel. Oder es sind Vögel, die Tiere essen oder Fische essen oder dergleichen. Gehören also nicht zur untersten Schicht, sind nicht so, wie die Tiere früher waren, mussten geändert werden wegen der Sünde. Sie tragen eine Konsequenz, sie haben höhere Giftstoffraten als andere Tiere und somit sind sie dann auch unrein. Also obwohl dieser Vogel schön ist, ist er unrein. Und wissen Sie, was interessant ist? Als Zoologe muss ich sehr oft in diese Gegenden, wo diese Tiere sind, und dann sieht man manchmal etwas aus einem anderen Auge. Und ich habe festgestellt, dass je weiter weg von dem Urzustand, nicht je unreiner nur, sondern je hässlicher auch. Das ist für mich einfach so ein interessanter Gedanke. Komm, wir schauen mal. Das ist ein Raubvogel, der Fische isst. Ziemlich reines Tier. Und dieser Kerl, der ist ein Aasfresser. Der ist schon wesentlich weniger hübsch. Ich denke, in der Vergangenheit war es wahrscheinlich ein hübscher Vogel. Und diese Geier hier, die irgendwas essen, was faul ist oder nicht,
die sind schon sehr wenig hübsch. Ich habe einmal gesehen, wie ein anderer Raubvogel, ein Secretary Bird, das ist so ein eleganter, langer Vogel, landete zwischen vielen Geiern. Und der eine Geier, der hat sich darüber aufgeregt. Aber der Sekretärvogel ist einfach da durchgelaufen und die meisten Geier sind nur weggerannt. Und dann ist ihm so einer wie eine, so eine alte Hexe hinterhergegangen. Der hat sich ganz still umgedreht, hat den angeguckt und ist so einen Schritt langsam auf ihn zu. Und dann ist der abgehauen. Obwohl der viel größer ist und stärker ist als dieser dürre Sekretärvogel. Also irgendwie glaube ich, dass die Folgen der Sünde sind nicht nur in der Ernährung dieser Vögel sichtbar, sondern auch in ihrem Verhalten und auch in ihrem Aussehen. Dieser arme Malibu Stock ist auch nicht gerade eine Schönheit. Aber er ist auch weit weg von der ursprünglichen Diät, die er wahrscheinlich einmal hatte. Im Allgemeinen können wir sagen, dass Vögel, die einen Kropf haben und zum größten Teil noch Pflanzen essen, meist zu den reinen Vögeln gehören. Die, die den Kropf verloren haben, sowie Möwen und dergleichen, sind alle unrein. Also alles, was noch rein Pflanzen ist und Kropf hat, im Allgemeinen könnte man sagen, wäre rein. Und das passt ja auch mit der Theorie. Dann sagt die Bibel, alles, was hüpft, das könnte auch noch rein sein. Ob die Juden den es gegessen hätten, weiß ich nicht. Aber die normalen Heuschrecken sollten nach dem biblischen Bericht ja rein sein. Und hier ist so ein Bericht, über was man so isst in der Welt. Schaut euch das mal an. Hier, das sind Skorpione. Bäh. Herrlich. Und dann natürlich auch diese Viecher hier, Scarab Beetle Larva, das ist auch so eine Delikatesse in Afrika. Naja, aber was interessant ist, ist, dass die Heuschrecke ist ganz anders und schmeckt auch anders. Es wird behauptet, es schmeckt so ein bisschen wie ein Prawn. Das ist also ähnlich wie eine Langustine. Also wahrscheinlich nicht zu schlecht zum Essen. Wir wissen aber auch heute, dass durch Giftstoffe, die gesprüht werden, sind die Giftraten in Heuschrecken auch heute sehr hoch. In der Vergangenheit war es wahrscheinlich nicht so. Nächstes Tier. Und dann sagt die Bibel, die nächste Gruppe, die unrein ist und die man nicht essen darf, außer allen denen, die hüpfen sind und die Heuschrecken, ist alles, was auf Tatzen geht, ist unrein. Alles. Also jedes Tier, das auf Tatzen geht, ob das jetzt eine Maus ist oder eine Katze oder ein Hund oder was auch immer oder ein Löwe, sind alle unrein. Jetzt viele davon sind Aasesser, viele davon sind Karnivore, viele davon sind auch rein Pflanzenfresser. Und da möchten wir mal kurz suchen, warum sie alle unrein sind. Also die Maus ist unrein, und dann kommen hier ein ganzes Paar, wo die deutsche Bibel ganz komische Übersetzungen hat, ganz andere Übersetzungen in der englischen Bibel. Es geht darum, dass ein paar Säugetiere genannt werden und dann werden ein paar Reptilien genannt. Also wir behandeln die Säugetiere und die Reptilien mal zuerst. Gut, nächstes Tier. Ja, dieses kleine süße Tier. Und das interessante Tier, ja, das ist unrein, es geht auf Tatzen, so auch die Katze und dergleichen. Alle diese Tiere, wenn sie nur Pflanzen essen, ganz egal was es ist, ob es eine Rattenart ist, eine Mausart oder was es auch immer ist, wenn sie nur Pflanzen essen, sind sie alle Koprophagen. Das heißt, sie verzehren ihr eigenes Exkreta. So genauso wie ein Pferd, das nicht gespaltene Klauen hat, in der Natur, weil es auch so wie ein Hase hinten verzehrt im Cäcum, auch ein Koprophag ist. Ein wildes Pferd frisst sein eigenes Exkreta. Wir kriegen natürlich auch
schöne wissenschaftliche Namen dafür. Das ist Syncoprofag und naja, ist einer, der sein eigenes isst und manche essen das gerne von anderen. Hunde zum Beispiel essen gerne das Exkreta von anderen Tieren. Da regen sich die Menschen immer so auf. Wenn der Hund da ein Katzendinges findet und es auffrisst, meine Güte, was für eine Aufregung. Aber das ist normal bei diesen Tieren. Sie sind eben unrein. Nächstes Tier. Das soll der Löwe werden. Wiederum ein Karnivor. Giftraten sehr viel höher. Und sie leben auch viel kürzer. Alles, was Karnivor hat, hat im Durchschnitt eine kürzere Lebensrate als die Herbivore. Das ist wegen der Giftstoffe und keine Ballaststoffe und alles Mögliche. Wo bleibt das nächste Tier? Da ist es. Und wieder die gleiche Geschichte. Je weiter weg vom Ursprünglichen, das war Pflanze, je hässlicher werden sie. Und je anders im Charakter. Der Stolz verschwindet irgendwie, je weiter man wegkommt von dem Ursprünglichen. Und das kann man konsequent sehen im ganzen Tierreich. Wie gesagt, die Tiere, die nur Pflanzen essen, so wie Hasen und dergleichen und auch alle anderen, die Tatzen haben, sind alle Koprophagen, haben diesen Fermentationsplatz hinten im Darm. Und dann alle Reptilien sind unrein. Reptilien sind Kaltblütler. Nicht alle Kaltblütler sind unrein. Fische zum Beispiel, die Finnen und Flossen haben, sind rein. Aber sie wohnen in einem Meer, wo sie Kompensation haben. Sie können sich genau adaptieren, sodass der Sauerstoffverbrauch immer ungefähr von Saison zu Saison die gleichen bleiben. Aber Reptilien sind anders. Wenn man eine Schlange in Gefangenschaft hat und man füttert dieser Schlange in Afrika eine Maus im Winter und die Schlange hat nicht die Möglichkeit, durch Erhitzung, durch Lampen oder irgendwie was, sich warm zu machen, dann verreckt diese Schlange, weil die Maus im Darm verfault und die Giftstoffe dann so hoch werden, dass das Tier daran verreckt. Weil sie Kaltblütler sind, weil sie sehr viel Fermentation haben, oft Verfaulnisse und auch sehr viele Karnivore sind, die meisten, aber sogar die Pflanzenfresser haben höhere Giftraten als andere Tiere. Sie sind unrein, es ist eine Konsequenz des veränderten Lebensstils. Ein paar Gedanken im Leviticus, die sehr interessant sind. Alles, worauf Aas fällt, soll man ins Wasser tun. Also wenn da irgendein totes Tier auf etwas fällt, wascht es, wenn es Kleider sind oder dergleichen, mach es schön sauber. Aber wenn es in ein irdenes Gefäß fällt, so ein unreines Tier, dann soll man es zerbrechen. Die Giftstoffe gehen in dieses poröse Material des irdenen Gefäßes hinein. Und wenn man dann Wasser oder was da reingibt und es dann trinkt, dann bekommt man diese Giftstoffe in den Körper und es soll unrein sein. Auch ein Ofen, das waren Tonofen, die sind auch so, die Gase bilden sich, gehen in den Ton hinein, man sollte den Ofen auseinanderbrechen und einen neuen Lehmofen bauen. Aber eins der interessantesten ist hier Vers 37. Aas auf Samen, den man sät, so bleibt er rein. Also wenn man zu der Saat kommt, sagen wir Weizensaat oder was man in der Scheune hat, die man pflanzen will, und da liegt eine tote Ratte drauf, dann sagt die Bibel, die kann man wegmachen und man kann die Saat noch pflanzen. Aber wenn da Wasser dazu kam, dann darf man die Saat nicht pflanzen, man soll sie wegschmeißen. Heute wissen wir, dass die Giftstoffe, die sich in dem verfaulen Zustand aufbauen, dass sie mit der Genetika etwas zu tun haben. Und hohe Giftstoffraten können die Genen beeinflussen. Wenn da Wasser drauf kommt, dann diffundieren diese Giftstoffe in die Saat und die Pflanze kann abnormal wachsen und wahrscheinlich nicht das zeugen, was sie vorher zeugen konnte. Also der Herr sagt, all diese Sachen sind unrein.
Alles, was auf den Bauch kriecht, ist unrein, macht euch selbst nicht zum Gräuel an allem kleinen Getier. Und dann Vers 44, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heiligt werdet, denn ich bin heilig und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Getier, das auf der Erde kriecht. Ich glaube nicht, dass Jesus Christus gesagt hat, ihr dürft jetzt unreine Nahrung zu euch nehmen, weil sie ist nicht mehr unrein. Es ging über, was in dem Kopf vor sich geht und im Geist vor sich geht. Ein giftiges Stück zum Essen bleibt noch immer giftig, heute, gestern und wird auch in der Zukunft so bleiben. Darum lesen wir auch im Römerbrief, Römer 12, Vers 1. Liebe Brüder, ich flehe Sie an, sagt der Text, ich flehe Sie an, durch die Gnade Gottes, dass ihr euren Körper als lebendiges Opfer darbringt. Ein Opfer, das akzeptabel ist für Gott, das annehmlich ist. Denn das ist euer, wie sagt man da, Gottesdienst, euer reasonable, euer vernünftiger Gottesdienst. Wir sollen unseren Körper aufpassen. Wenn der Herr uns solche guten Richtlinien gegeben hat, warum wir bestimmte Tiere nicht essen sollen, wieso sollen wir das dann verachten? Und wenn wir wissen, dass das ganze System aufgebaut ist unter dem Unrein und Rein, von die, die weg sind von dem Urzustand, sind alle unrein geworden. Was müssen wir sagen von Tieren, die auf der Liste rein sind, so wie Kühe und Schafe und dergleichen, die nicht nur nicht Pflanzen bekommen, sondern Leichen von kranken Tieren, die zermahlen werden und getrocknet werden, wenn sie Mist bekommen, Hühnermist zum Essen, dann sind sie doch bestimmt nicht mehr rein. So das, was rein war in dieser biblischen Zeit, am Ende der Zeit wird eine Zeit kommen, wo nichts mehr rein ist. Und dann ist es doch logisch, dass man in dieser Endzeit wieder die kanaanitische Ernährung zu sich nimmt. Der Herr wird den Weg vorbereiten, sodass man sich nicht verunreinen braucht. Und ich glaube, dass die Zeit schon lange da ist, wo der Herr diesen Weg vorbereitet hat. Ja, Jesaja sagt, wenn ihr euch hinsetzt mit einem Herrscher, dann denkt ganz gut nach über was ihr isst. Und lieber ein Messer an den Hals, als dass man all die guten Dinge isst, die da sind. Denn Jesus Christus ist für uns gestorben und rein und unrein gilt damals, es gilt heute, aber das, was damals rein war, glaube ich nicht, ist heute noch rein. So, der Herr segne euch, derweil ihr sucht nach einer guten Ernährung, die auch euren Körper und den Herrn zufriedenstellt. Vielen Dank.